Roulette Kessel Gucken 15.11.2019 live im Casino in Australia. Gewinn 4000 australische Dollar. Autor D. Seltzer McKenzie. YouTube. Heute am Freitag, dem 15. November 2019, machen wir eine Premiere. Wir spielen heute live hier im YouTube-Livestream in dem australischen Casino von Burswood in Perth. Und zwar spielen wir heute im Auftrage des Selmkenzie Roulette Fonds und mit Kapital aus diesem Fonds. Ich hatte Ihnen ja bereits mitgeteilt, dass der Fonds bereits an der amerikanischen Börse Nasdaq gelistet ist und wir über die Börse demnächst Anteilsscheine verkaufen werden. Für den Fall, dass Sie Interesse haben, können Sie sich gerne den Emissionsprospekt unter der E-Mail-Adresse selmkenziroulettefonds@gmail.com unverbindlich anfordern. Wir haben ja unseren alten Spieler, der bereits für uns in den deutschen Casinos immer live gespielt hat, der vor 3 Monaten dann nach Australien geflogen ist, sogar sein Auto, einen Ferrari, mitgenommen hat, und dieser Spieler spielt jetzt auch für uns gegen entsprechende Entlohnung in den australischen Casinos. Es ist so, dass ich im Voraus mit der Quantenmechanik und dem Doppelspalt berechne, welche Korbs in den ersten Korbs an einem ganz bestimmten Tisch gesetzt werden sollen. Und für heute, dem 15.11.2019, haben wir wie folgt vorgesehen: Wir spielen wie üblich immer auf einfache Chancen mit 500 australischen Dollarstücken und heute setzen wir ab dem zweiten Korbs folgende Chancen: 1. Im zweiten Korbs auf Rot. 2. Im dritten Korps auf Schwarz. 3. Im vierten Korps auf Rot. 4. Im sechsten Korps auf gerade Zahl. 5. Im siebten Korps auf gerade Zahl. 6. Im achten Korps auf ungerade Zahl. 7. Im neunten Korps auf gerade Zahl. 8. Im zehnten Korps auf die Zahlen 19 bis 36, also Pass. Wir spielen also insgesamt 8 Korps mit einem Gesamteinsatz von 4000 australischen Dollars. Das sind also pro Korps 500 australischen Dollars, die wir setzen werden. Es ist jetzt bereits nach 8 Uhr in Australien, sind es 9 Stunden später. Unser Spieler hat ja bereits die Daten vorher bekommen, was er setzen soll, dürfte jetzt am Tisch stehen und ich warte jetzt mal eine halbe Stunde, bis per SMS die Resultate kommen. In der Zwischenzeit schalte ich hier das Mikrofon ab, lege aber meine heutigen Fußballsportwetten hier in die Livestream-Kamera hinein, für die, die es eventuell nachwetten wollen. So, da kommt die SMS. Es ist jetzt 8.45 Uhr, Klammer auf, in Australien plus 9 Stunden, Klammer zu, und wir haben voll gewonnen, ein prächtiger Erfolg für die Premiere, für diesen Fonds. Im zweiten Korps ist gefallen die 9, also Rot, wir haben gewonnen. Im dritten Korps ist gefallen die 11, also Schwarz, wir haben gewonnen. Im vierten Korps ist gefallen die 23, also Rot, wir haben gewonnen. Im sechsten Korps ist gefallen die 24, also eine gerade Zahl, wir haben gewonnen. Im siebten Korps ist gefallen die 36, also eine gerade Zahl, wir haben gewonnen. Im achten Korps ist gefallen die 17, also gepunkte Zahl, wir haben gewonnen. Im neunten Korps ist gefallen die 27, also ungerade Zahl, wir haben gewonnen. Im achten Korps ist gefallen die 20, also eine Passzahl, wir haben gewonnen. Damit haben wir insgesamt 8-mal gewonnen. Da wir mit 500 australischen Dollarstücken gespielt haben, haben wir also netto gewonnen 4000 Dollar, das in umgerechnet etwa 3300 Euro. Für unseren Fonds sieht das nun so aus: Wir haben 4000 australische Dollar eingesetzt, 8000 australische Dollar gewonnen, abzüglich des Einsatzes, also netto 4000 australische Dollar Gewinn. Das ist heute ein Gewinn von genau 100%. Damit schalte ich den YouTube-Livestream jetzt ab.